Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Sternzeichen-Orakel für den März 2020. Ihr bedenkt bitte wieder, es ist ein allgemeines Orakel. Es kann nicht mit jedem in Resonanz gehen. Schaut euch aber gerne auch noch die Legungen für euren Aszendent und für euer Mondzeichen an. Ich wünsche euch viel Spaß und wundervolle Botschaften. Die Waage-Energie für den Monat März. Da springen sie gleich raus. Wir haben die Täuschung, wir haben die Bewunderung, wir haben den Selbstwert. Oh wow. Die nehme ich, die hat sich umgedreht. Okay, wir haben das Steckenbleiben und die Antwort lautet ja. Hier bekomme ich gerade eine ganz, ganz komische Energie, ihr lieben Wagen. Unterm Deck haben wir erhalten, also wenn man etwas bekommt. ihr lieben Wagen, Ich habe hier eine Energie von einem falschen Selbstbild. Ich bekomme hier die Botschaft, dass ihr euch in einer gewissen Hinsicht selbst täuscht, selbst belügt. Vielleicht stimmt das Bild, das aktuelle Bild von euch selbst hier gerade nicht mit der Wahrheit überein, also damit, wie es eigentlich tatsächlich ist. Also ich bekomme hier, dass ihr gerade ein schlechteres Bild von euch habt, als wie ihr eigentlich in Wirklichkeit seid. Habe ich mich da jetzt gut rausgerettet? Ich habe hier die Bewunderung und den Selbstwert liegen. Ja, das ist eigentlich das, was du dir geben solltest, diese Bewunderung für die Dinge, die du schon geleistet hast, für die Dinge, die du schon fertiggebracht hast. Das hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber nein, Prüfungen, die du abgelegt hast, Herausforderungen, die du gemeistert hast, ja, damit meine ich das, diese Dinge geleistet. Und vielleicht verlangst du hier oder erwartest du hier auch einfach zu viel von dir. Da, wo eigentlich dein Selbstwert groß sein sollte, wo dein Selbstwert in die, also auf höchster Stufe sein sollte, da fällst du dann immer wieder ab durch deine Gedanken und steckst dann auch irgendwo fest, ja. Und wir haben hier, die Antwort ist ja und wir haben hier das Erhalten. Vielleicht geht es auch darum, gewisse Dinge nicht annehmen zu können, wie... Also gewisse liebevolle, nette Dinge von außen, irgendein Lob, vielleicht auch irgendwelche Aufmerksamkeiten und Geschenke, ja, wo hier die Botschaft eindeutig lautet, sag ja zu dir selbst, lebe dich, lebe deine Wahrhaftigkeit und hör auf, so viel oder zu viel zu erwarten von dir, hör auf, dich unter Druck zu setzen, vielleicht auch unter einem gewissen Leistungsdruck. Okay. Okay, bleib ruhig und erlaube den Feinden, sich selbst zu zerstören. Okay. Das hatten wir gerade schon in der anderen Legung auch, wo es darum ging, so sich zurücksetzen und einfach Karma arbeiten zu lassen. Vielleicht ist es hier auch eine Sache bei dir. Vielleicht hast du so große Erwartungen, hohe Erwartungen an dich, weil von dir immer gewisse Dinge gefordert wurden. In der Vergangenheit, in der Kindheit, im Berufsleben, in der Familie, im Freundeskreis oder in der Partnerschaft, ja, wodurch du diesen Druck oder diesen Leistungsdruck übernommen hast und dadurch auch immer kritischer wurdest vielleicht und immer mehr von dir erwartest und von dir forderst, ja, mehr als du eigentlich zu geben vermagst oder mehr als du geben müsstest. Und dieses,
dieses Verlangen kann natürlich hier implantiert sein von außen, vom Umfeld, von irgendwelchen Einflüssen. Und da darfst du wirklich ein bisschen auf Distanz gehen, in die Distanz dich zurücklehnen und dir das Ganze mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten. Und dann, wenn du dann auch nicht mehr so funktionierst, wie es andere erwarten, dann kannst du ihnen zuschauen, wie sie gegen die Wand fahren, ja? Also, du musst dich nicht damit einbeziehen. Ja, hier, it's time to lead. Übernimm die Führung für deine Belange, für die Dinge, die du möchtest, ja, für dich selbst. Lass dich nicht lenken, lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht ausnutzen, vielleicht auch. Guck bitte hier, wie es, ja, spür dich rein, wie es bei dir auf deine Situationen passt. Aber wenn du die Führung übernimmst, dann wirst du hier nicht mehr in dieser Art und Weise feststecken, vielleicht wie bisher. Ja, es geht hier um deinen Selbstwert. Bewundere dich, respektiere dich und ehre dich auch dafür, was du bist, wer du bist und was du erreicht hast. Was sprechen die Liebesbotschaften für dich? Es geht auch bei dir um die Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Ja, gewisse Dinge kann man hier nicht immer nur lenken, kontrollieren. Ja, vielleicht hier sind die Feinde mit drin oder das Wort Feind. Es kann auch sein, dass du dir selbst der Feind bist, ja, also ich kann schon wieder nicht reden. Oh, meine Güte, Moment. Das ist diese Maske, die man anhat, ja, diese Maske auch wieder, zeigt auch wieder dieses falsche Bild von sich selbst, dieser hohe Druck, dieser Kampfgeist, dieses fast kriegerische im schweren, im negativen Sinn, dass man hier einfach zu sehr vielleicht auch an seine Grenzen, also sich selber, immer wieder stößt. Also das soll jetzt nichts Schlimmes sein, ihr Lieben. Es ist gut, wenn man seine eigenen Grenzen überschreitet. Es ist gut, wenn man die eigenen Grenzen durchbricht. Aber das hier meine ich jetzt erst so, eher so im Burnout-Sinne. Ja? Man opfert sich komplett auf für irgendwas oder für irgendwen und ist dann am Ende total am Ende. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und schau, dass du hier wieder auf Stand kommst irgendwo und auch nur danach handelst, wenn es dir wert ist. Und schau, dass du dich auch nicht unter deinem eigenen Wert verkaufst. Unter dem Deck haben wir die göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. So, der Rückschlag. Nee, ja, göttliche Fügung. Göttliche Fügung. Und Vertrauen. Dieses Erhalten steht für mich auch, also erstens mal für die Führung, für die Unterstützung, aber auch, dass irgendwo alles seinen Ausgleich erhält, früher oder später. Vielleicht dauert es manchmal ein bisschen, ja, aber es kommt, der Ausgleich kommt immer. Was sagen die Entscheidungskarten hierzu noch? Ich weiß nicht, ich schmeiße heute wieder sehr viele Karten rum. Sicher. Wir haben sicher und wir haben eventuell. Naja, also eines, was sicher ist, geh deinen Weg, übernimm die Führung für dein Leben, übernimm die Verantwortung für dein Leben und eventuell bringt es dich hier in etwas viel Größeres und Wundervolleres, als du eigentlich vorher für möglich gehalten hättest, ja? Weil so
Wenn du dir jetzt vorstellst, zum Beispiel die Situation, du erwartest viel zu viel von dir, setzt dich total unter Druck, in welcher Hinsicht auch immer, und kommst dann doch irgendwo nicht weiter, ja, stagnierst immer wieder oder bist irgendwo an irgendeiner Stelle gefangen. Und wenn du aber dich dem Fluss hingibst und wenn du dich einfach mal selber lebst, die Führung für dich übernimmst und auch in deinem Selbstwert bist, dann geht es natürlich auch, kann es in eine ganz andere Richtung gehen. Alles Liebe, ihr Wagen. Ciao, ciao.